Der Zinsverfall in der Eurozone geht weiter. Mario Draghi, seines Zeichens Präsident der Europäischen Zentralbank, ließ gestern keinen Zweifel daran, dass die Notenbank auch weiterhin in der Lage sein wird, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, sofern die Inflationsrate sich nicht dem Wert nähert, den die EZB als erstrebenswert ansieht. Momentan sind sowohl die Kerninflationsrate als auch die langfristigen Inflationserwartungen weit unterhalb dieser Marke. Dementsprechend hat er reagiert und hier zumindest verbal die Märkte und auch die Bürger und Anleger in der Eurozone darauf vorbereitet, dass man auf absehbare Zeit keine Zinswende zum Positiven erwarten dürfte, sondern im Gegenteil, dass weitere quantitative Maßnahmen möglich wären, wenn die Inflation sich nicht erholt und wenn die bekannten Probleme aus geopolitischen Konflikten sich nicht lösen. Auf der anderen Seite ist die Europäische Zentralbank natürlich nicht der Erfinder der niedrigen Zinsen, sondern das strukturelle Überschießen von Sparguthaben, die demografischen Effekte, Digitalisierung und Globalisierung sorgen insgesamt dafür, dass der natürliche Zins heute viel niedriger ist, als das 20 oder 30 Jahre zuvor noch begründet war. Also strukturell niedrigere Zinsen, eine Notenbank, die die politischen Versäumnisse kompensieren muss, dazu das Festhalten am Inflationsziel, all das wird dazu führen, dass die Zinsen weiterhin auf niedrigem Niveau bleiben. Welches Ausmaß das angenommen hat, das zeigt Ihnen diese Darstellung. Sie können hier in dunkelblau die Rendite 30-jähriger Staatsanleihen sehen, also den Zins, den Deutschland am Kapitalmarkt zahlen muss, um sich für 30 Jahre zu verschulden. Sie sehen es, 0,271%, ein sehr, sehr niedriger Wert. Und mit diesem Wert können natürlich spiegelbildlich die Anleger, sprich Versicherungen, Pensionskassen, aber natürlich auch Banken, natürlich keine große Rendite für ihre Kunden respektive auch Versicherten erzielen. Selbst die 10-jährigen Renditen sind natürlich noch deutlich niedriger und sie sind nicht nur bei Null, sogar im negativen Bereich, minus 0,32%. Das sorgt dafür, dass die Baufinanzierungszinsen niedrig sind, aber das zeigt auch, dass das Thema Kontohaltung, dass Aspekte wie die Verschiebung von finanziellen Entscheidungen ein großes Thema natürlich sind. Wenn man die wesentlichen Punkte kurz zusammenfasst und die Schlussfolgerungen hier im Fazit betrachten möchte, dann sind wir uns, glaube ich, einig, dass wir die Differenzierung zwischen Rücklage und Kapitalanlage an erster Stelle nehmen müssen. Was der Rücklage dienen sollte, da gibt es keine Alternative zum Girokonto, respektive auch zum Tagesgeldkonto. Auf der anderen Seite, wo Sie mittel- bis langfristige Anlagehorizonte haben, also 3 Jahre aufwärts, respektive 5 Jahre aufwärts, da redet man über Kapitalanlagen. Da ist die Frage, welche Schwankungsrisiken kann ich emotional tragen, welche Schwankungen passen zu meiner persönlichen Lebensplanung und inwieweit muss ich hier entsprechend mich ins Risiko bewegen, also Schwankungen akzeptieren und zumindest mathematisch die Chance zu erhalten, mein Vermögen respektive meine Kaufkraft zu erhalten. Finanzielle Entscheidungen aufzuschieben ist keine Lösung. Ich denke, das haben die vergangenen Jahre gezeigt. Das zeigen auch die jetzigen Aussagen natürlich des Notenbankpräsidenten und dementsprechend der Appell kann nur sein, gehen Sie Ihre Finanzplanung zeitnah an. Es bedeutet nicht, dass Sie sofort etwas umsetzen müssen, sondern der Erkenntnisgewinn, der kann heute und sollte zeitnah stattfinden. Die Umsetzung der Erkenntnisse, die kann natürlich durchaus 6, 12 oder auch 18 Monate Zeit in Anspruch nehmen. In diesem Sinne stehen wir Ihnen gerne wieder als Ansprechpartner zur Verfügung. Ich darf Ihnen einen schönen Tag wünschen. Machen Sie es gut. Bis bald. Auf Wiedersehen.